Es ist Renntag bei der VLN Langstreckenmeisterschaft und das bei bestem Wetter. Ein Grund, hautnah dabei zu sein, denn hier kann man Motorsport wirklich mit allen Sinnen genießen. Bei mir ist Sabine Schmitz, wer kennt sie nicht, aus der VLN-Familie. Sabine, was macht für dich die VLN aus? Ja, was natürlich super ist bei uns, ist die Fannähe, dass die Leute wirklich noch durch die Boxengasse laufen können. Wie man sieht, alles voller Menschen. Auch wenn wir einen Fahrerwechsel haben und Reifenwechsel haben, die Leute können uns über die Schulter gucken oder den Mechanikern. Und wir sind auch nicht böse, wenn die wirklich mal zu 10, 12 Mann durch die Box trampeln. Das gehört dazu und das macht einfach die Langstreckenserie aus. Ist der Reiz daran, dass es Motorsport zum Anfassen ist. Man kommt nah ran an die Boxengasse, die Kinder können Motorsport live ersehen und live erfahren, vielleicht auch mit Fahrern sprechen, mit Mechanikern mal reden, ins Auto rein, ganz nah zum Anfassen, das ist der Reiz, der VLN für uns ausmacht. Das Besondere ist die Atmosphäre hier in der Aufstellung. Man kann vorher in die Boxengasse, man kommt ganz nah an die Teams, an die Fahrer, an die Mechaniker. Man spürt diesen Spirit von Motorsport, man kann alles genau beobachten und diese Nähe, das macht für mich VLN aus. Breitensport, interessanter Motorsport, vielfältige Fahrzeuge, halt das, was man in den anderen Rennserien mittlerweile nicht mehr kriegt, weil DTM und Formel 1 nur noch Perlenschnur fahren. Ist langweilig. Wenn dann der Pitwalk und der Gridwalk vorbei sind, dann freuen sich alle gemeinsam auf den Start des Rennens bei der VLN Langstreckenmeisterschaft, wie zum Beispiel hier von der Tribüne T4. Also in diesem Sinne, wir freuen uns auf ein spannendes Rennen mit vielen weiteren Zuschauern. Hier steht er also, der Gesamtsieger des dritten VLN-Rennens 2007, der Wochenspiegel. Ferrari war am Ende ganz vorne und auch die Zuschauer bei der VLN sind jetzt ganz vorne bei der Siegerzeremonie. Wir fragen mal nach, wie hat es Ihnen heute gefallen? Ja, uns hat es heute super gefallen, glaube ich. Alle, die wir hier angereist sind, schon seit gestern. Und wir kommen öfter hier hin und fantastisch heute Wetter. Der Sieger Ferrari, mal was anderes, super. Wir sind happy, absolut. Und warum dann am Schluss noch zur Siegerehrung, weil es der krönende Abschluss ist? Immer. Siegerehrung ist eigentlich immer der krönende Abschluss von jedem Rennen. Bei dem Wetter sowieso. Und mit den beiden Mädels hier, was willst du mehr, ne? Also zufriedene Gesichter, mit ein bisschen Glück gleich ein paar Spritzer Champagner und am Schluss der dringende Rat, die VLN doch einmal selbst zu besuchen.